Deine Augen, die sind so lieb und so schön. Eigentlich darf man sich nicht in einen Klienten verlieben. Aber wer kann die wahre Liebe schon steuern? Ich nicht. Hallo, liebe Maya. Als erstes gilt es, eine Bleibe zu suchen. Wozu sind denn beste Freunde da? Jan und ich haben uns getrennt. Und ich brauche jetzt eine Bleibe, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Dann kann ich so lange bei dir bleiben, bitte. Bitte, bitte, liebe Maya. 4 Tage. Du bist ein Schatz. Ja, halt mal. 4 Tage? Ich bleib länger. Hier, Kindchen. Nimm noch eine Ritalin. Du wirst es brauchen. Aber man darf doch gar nicht so viel davon nehmen. Alles schon im Leben hat einen Haken. Es ist unmoralisch, illegal oder macht dick. Schluck jetzt. Sind Sie Hermopholos? Catwoman? Natürlich, mit Batwoman. Können wir reinkommen? Ich habe eigentlich jemand anderen erwartet. Wen haben Sie denn erwartet? Maya. Ich meine, Dr. Who persönlich habe ich bestellt. Ich kann das besser. Deswegen bin ich gekommen. Sind die Wohnungen so lustig? Nein. Aber weißt du, einige wollen unfassbar hohe Mieten haben. Ist unglaublich, oder? Solltest du mal wieder aktive Sterbehilfe leisten. Dann hast du mit der Miete kein Problem mehr. Oh Mann, Maya. Mit deinem Gesicht bringst du heute Zwiebeln zum Heulen. Hm? Hab eine Nachricht von Jan. Ui. Nach der Länge des Textes zu urteilen, glaube ich, geht's ihm gut. Neuer Auftrag. Kim Ki, wäre das was für dich? Ja, aber nur wenn Bojena mitmacht. Jetzt zeig her. Warte. 1 Zimmerwohnung? Vertraglich ist alles geklärt mit Dr. Hu? Ja, ich will Dr. Hu, nicht sie. Na, na, los jetzt. Hier ist die Pille, die sie sanft entschlummert. Ich sehe nur Sternchen. Jana, denk an deine Text. Ja, ja. Was kann sich ein Mann für einen schöneren Tod vorstellen, als beim Sex zu... Ach du Scheiße. Seht mal da drüben an der Wand. Rosa Kaninchen. Was ist denn hier los? Bin ich in der versteckten Kamera? Ich will jetzt sofort mit Maya Kind sprechen. Gut. Erstmal eine Blowjob. Fassen Sie mich nicht an, ja? Wie niedlich. Ich bin böse. Sehr böse. Ich werde dich auspeitschen. Aber erst musst du die Pille nehmen. Los, mach die Mund auf. Ich fühle mich sehr wohl mit dir. Seit diesem Vorfall mit der Sterbehilfe bin ich komplett klar im Kopf. Und ich habe mich unsterblich in dich verliebt. Deine Augen, die sind so lieb und so schön. Und wenn ich in deine sehe, dann sehe ich in die Tiefe deiner Seele. So tief wie Bergseepfützen. Wow. So ein Kompliment habe ich noch nie bekommen. So unglaublich romantisch, das ist mein Traummann. Mit dir kann ich so richtig entspannen. Weißt
Meier, er wollte spielen. Ich habe ihm die Domina gegeben. Er kriegt keinen mehr hoch. Ist jetzt wund. Und was mit ihr? Durchgeknallt. Die taugt nix. Hast du ihr noch eine Ritalin gegeben? Natürlich. Jana braucht auch mehr. Sie hat gerade erst angefangen. Es ist viel zu viel. Ah, wo gehobbelt wird, fallen noch Spänne. Mir ist so schlecht. Naja, ich wollte nur Sex. Ich will gar nicht sterben. Und von dem war die Geburtsurkunde das Entschuldigungsschreiben von Billy Boy. Und? Gibt es schon irgendwas Neues vom Balkonköpper aus Eppendorf? Ja, ich habe die Nachbarschaft gefragt. Irgendwie hat sie sich gerade von ihrem Mann getrennt. Nee, er sich von ihr. Und sie scheint suizidgefährdet gewesen zu sein. Vielleicht war die ja doch ein bisschen mehr Schugge und die hat sich selbst vom Balkon gerüttelt. Boah, scheiße! Nee, ich glaube, ich guck mir mal den Ex-Mann genauer an. Ach, und von ihrem Konto sind 30.000 an so eine dubiose Escort-Firma gegangen. Geil. Hat die sich noch schön ein paar Callboys vom Körper geholt? Oh Mann, scheiße! So, jetzt pass mal auf. Das ist doch nicht so schwer. Wieso ist denn du das jetzt? Ja, weil ich auch mal was abhaben will! Hey, Nana, na? Nana, hi. Stalkst du mich? Nein, es tut mir echt leid. Also wirklich, das mit dir und Jan. Hä, was willst du? Also, ich, es ist schon eine Zeit her und ich wollte fragen, so von Osmane zu Perserkatze, Rendezvous? Wow, eine interessante Definition von Best Friends für immer. Und ich dachte, abgestandenes Bier trinkt man nicht.